Das iPad in der Schule zu benutzen, hat meine Oberstufe so ungefähr 10-mal besser gemacht. Vielleicht nicht ganz, aber es ist eine kleine Verbesserung. Wenn ihr jetzt auch digital in der Uni oder in der Schule unterwegs sein wollt, dann schaut euch unbedingt dieses Video hier an, denn ich gebe euch alle Infos dazu, wie ihr das iPad am besten verwendet, um im Unterricht oder in der Vorlesung Notizen zu machen. Viel Spaß! Aber wieso ist das iPad meiner Meinung nach so sinnvoll? Ganz einfach, es kombiniert das Beste aus zwei Welten. Man hat denselben Vorteil wie bei einem Laptop, dass alles digital gespeichert ist. Ich habe also immer auf alle Dokumente Zugriff und muss nicht 1000 Bücher mit mir herumschleppen, sondern es reicht dieses dünne iPad. Andererseits ist auch bewiesen, dass man sich den Stoff besser merken kann, wenn man ihn handschriftlich aufschreibt, anstatt das Tafelbild mit einem Laptop mit der Tastatur abzutippen, da dann eine physische Aktion mit dem Stoff verbunden wird. Und dafür ist das iPad ja quasi geschaffen. Ihr habt all die Vorteile von digitalen Notizen, also dass ihr Dinge leicht kopieren, verändern oder entfernen könnt. Andererseits habt ihr aber auch den Vorteil von handschriftlichem Schreiben. In Kombination mit dem Apple Pencil schafft das iPad nämlich eine Schreiberfahrung, die meiner Meinung nach sogar fast besser als wirkliches Schreiben mit einem echten Stift ist, gerade wenn ihr auch eine Paper-like-Schutzfolie habt, wie ich es tue. Ein anderer Vorteil gegenüber dem traditionellen Stift und Papier ist auch, dass ihr meiner Meinung nach etwas mobiler seid. Ihr könnt zum Beispiel einfach so auf einer Exkursion herumlaufen und dann Notizen machen und braucht nicht eine Federtasche mitschleppen, weil ihr ja alle Stiftarten und Farben zum Beispiel digital auswählen könnt. Und ihr seid auch etwas mobiler als mit einem Laptop, meiner Meinung nach, weil ja das schon nochmal etwas kleiner und leichter ist. Trotzdem kann es in dem einen oder anderen Fall auch sinnvoll sein, auf ein MacBook zurückzugreifen, anstatt auf ein iPad oder generell auf einen Laptop, anstatt auf ein Tablet. Gerade wenn ihr außerhalb der Schule auch noch anspruchsvollere Dinge machen wollt. Ein Laptop kann ein iPad in vielen Fällen nämlich nicht ersetzen, meiner Meinung nach. Wobei das in der Schule ein bisschen anders aussieht, finde ich. Wie ich ja schon gesagt habe, bin ich persönlich Fan des iPads, wenn es wirklich nur um Schule geht. Aber das müsst ihr einfach selbst für euch entscheiden, was da am sinnvollsten ist. Ich bleibe jetzt einfach mal beim iPad, aber bevor ich euch sage, welche Apps ihr euch unbedingt fürs iPad holen solltet, erstmal vielleicht die Frage, welches iPad ist überhaupt das geeignete? Alle iPads, die keinen Apple Pencil Support haben, scheiden meiner Meinung nach schon mal aus. Genauso wie das iPad Mini, da es auf die Dauer einfach zu klein ist, um mitzuschreiben. Ich sage, für die Schule reicht das Standard-iPad allemal aus. Alternativ kann man sich überlegen, sich ein älteres, general überholtes iPad Pro zu kaufen. Auch dazu habe ich schon ein Video auf diesem Kanal gemacht. Für ein iPad Pro braucht es eigentlich schon spezielle Anwendungsfälle wie Grafikdesign oder Videoschnitt oder Gaming. Oder ihr seid einfach ein Tech-Nerd wie ich und könnt euch an 120 Hz nicht satt sehen. In der Schule gibt es eigentlich nur zwei Punkte, in denen das iPad Pro einen Unterschied macht. Das erste ist, dass das Display beim iPad Pro im Gegensatz zum Standard-iPad laminiert ist. Das heißt, es gibt so gut wie keinen Abstand zwischen Glas und Display. Mir fällt das beim Standard-iPad immer negativ auf, aber vielen fällt das auch gar nicht auf. Also müsst ihr es einfach selber mal testen am besten. Das zweite ist die Latenz, die beim iPad Pro wegen der 120 Hz noch ein kleines Stückchen geringer ist als die des Standard-iPads. Allerdings ist bei beiden Geräten die Latenz so gering, dass man schon genau hinsehen muss, um überhaupt eine Latenz zu erkennen. Deshalb würde ich sagen, dass für 90% von euch wahrscheinlich die richtige Wahl das Standard-iPad ist. Und ob ihr euch eine Hülle, eventuell mit Tastatur dazu kaufen sollt, hängt ganz davon ab, wie viele Texte ihr schreibt und ob ihr dann lieber eine Tastatur haben wollt und nicht mit dem Apple Pencil schreiben wollt. Kommen wir zu den Apps und da gibt es meiner Meinung nach drei große Bereiche an Apps, die jeder haben sollte. Das erste ist eine App, um die Dateien zu organisieren. Das zweite ist euer digitales Heft sozusagen, also wo ihr eure Notizen macht. Und das dritte ist eine App zum Einscannen von Dokumenten. Die Dateien kann man eigentlich ganz gut in der nativen Dateien-App von Apple organisieren. Dort habe ich einfach für jedes Fach einen Ordner angelegt, wo ich dann die eingescannten Dokumente speichere. Als Scan-App benutze ich Scanboard, aber es gibt eigentlich Scan-Apps wie Sand am Meer und ich kenne auch viele, die mit Scanboard zum Beispiel gar nicht klarkommen. Ich finde die App gut, es gibt auch eine Pro-Version, die man aber jetzt nicht unbedingt braucht. Ich mache es so, dass ich jedes Arbeitsblatt, was ich bekomme, einfach einscanne und dann in der nativen Dateien-App von Apple abspeichere, wo ich ja, wie bereits gesagt, für jedes Fach einen Ordner angelegt habe.
Und dann importiere ich die Scans in mein digitales Heft, was bei mir GoodNotes ist, um dann später weiter damit zu arbeiten. Später habe ich sogar erfahren, dass man sogar direkt in GoodNotes nativ quasi Dokumente einscannen kann. Das Feature Set ist natürlich jetzt nicht ganz so umfangreich wie bei ScanBot, dafür geht es aber auch wiederum schneller, hat also so seine Vor- und Nachteile, könnt ihr machen wie ihr wollt. Was die App zum Mitschreiben angeht, gibt es so zwei Lager eigentlich, die einen benutzen GoodNotes, die anderen Notability und dann gibt es eigentlich noch ein Lager, was dann so OneNote benutzt zum Beispiel. Aber GoodNotes und Notability sind eigentlich so die zwei bekanntesten Apps zum Mitschreiben mit dem Apple Pencil. Beide Apps kosten so um die 10 Euro, das ist aber wirklich gut investiertes Geld meiner Meinung nach, denn die beiden Apps bieten Features, die weit über das hinausgehen, was die native Notizen-App von Apple zu bieten hat. Ich habe mir einfach viele Vergleichsvideos zwischen GoodNotes und Notability auf YouTube angesehen und das würde ich euch auch empfehlen. Es ist viel Geschmackssache, vom Funktionsumfang her nehmen sich die Programme nicht wirklich viel. Ich finde die Ordnerstruktur von GoodNotes gut und einige Features sind gerade für Schüler sehr interessant, wie zum Beispiel die Formerkennung. Deswegen ist es bei mir jetzt GoodNotes geworden, aber wie gesagt, ist auch viel Geschmackssache. Und ja, es gibt immer so die beiden Lager, muss man einfach selber sehen, welche App am besten zum Use Case passt. Ich habe mir einfach dann für jedes Fach ein Notizbuch angelegt und der Rest erklärt sich eigentlich von selbst. Also ich importiere dann die eingescannten Dokumente in das jeweilige Notizbuch, kann dann bestimmte Sachen digital markieren, mir Linienblätter reinziehen, um dort Dinge aufzuschreiben und so weiter. Ihr könnt natürlich zusätzlich auch noch so viele andere Dinge einstellen, zum Beispiel die Farbe, die Stiftdicke, die Stiftart, also zum Beispiel ob Füller oder Kugelschreiber und. Das finde ich bringt auch immer noch so ein bisschen Spaß in die ganze Sache rein, was das Leben auf jeden Fall noch ein bisschen erleichtern kann. Apropos erleichtern, cool an GoodNotes ist auch, dass ihr ganze Notizbücher oder auch einfach nur einzelne Seiten exportieren könnt. Also solltet ihr einmal eure Hausaufgaben nicht gemacht haben und einer in eurer Klasse hat ein iPad und GoodNotes und die Hausaufgaben gemacht, unwahrscheinlich, dann könntet ihr die Seite einfach exportieren und per AirDrop an euch versenden. Außerdem erlaubt euch GoodNotes auch, ganz viele Dinge zu importieren, zum Beispiel auch Bilder. Anstatt also irgendein komplexes Tafelbild mühsam abzeichnen zu müssen, könntet ihr auch einfach im Internet danach suchen und wahrscheinlich etwas Ähnliches finden, um das dann in GoodNotes zu importieren, wenn ihr wirklich faul seid. Mehr Apps habe ich auch eigentlich gar nicht wirklich benutzt. Man kann das Ganze natürlich noch erweitern. Viele benutzen zum Beispiel auch PDF-Expert, was aber auch nochmal Geld kostet. Das ist vielleicht für die Uni ganz nützlich, wo man viel mit PDFs arbeitet, denke ich, und wo sich ein spezielles Programm dafür lohnen kann. Manchmal habe ich auch noch Apps wie MindMeister oder MindNote verwendet, um irgendwelche fancy Mindmaps zu erstellen. Und das ist auch so das Coole am digitalen Arbeiten mit dem iPad. Ihr seid nicht unbedingt beschränkt auf irgendeine bestimmte App oder eine bestimmte Methode, sondern habt eigentlich alle Freiheiten und für jede Situation gibt es eigentlich auch die passende App, die genau für diesen Use Case auch bestimmt ist. Und natürlich gibt es auch noch weitere Vorteile des iPads außerhalb der Schule. Wenn ihr zum Beispiel Klavier spielt, dann könnt ihr da digital eure Noten drauf speichern, was ganz praktisch ist. Wie ihr seht, die Möglichkeiten sind endlos. Ich finde, gerade in der Schule ist das iPad ein sehr nützliches Gerät, um eben handschriftlich seine Notizen zu machen und trotzdem die Vorteile des digitalen Arbeitens zu haben. Welches iPad solltet ihr euch kaufen? Ich würde sagen, mit dem Standard-iPad könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn ihr mehr wollt oder mehr Geld habt, dann ist das iPad Pro aber auch seinen Preis wert. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Damit will ihr diesen Kanal sehr unterstützen und uns motivieren, weiter Videos zu machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.